Heute gibt es die Endergebnisse der Nationalratswahl in Österreich. Es gab einen überraschenden Rücktritt in Sachsen und wir blicken wieder einmal nach Katalonien. Das alles gibt es jetzt hier bei Update Politik. Herzlich willkommen zu Update Politik am heutigen Freitag. Ja, ich entschuldige mich schon mal für mein dummes Deutsch, was dafür sorgt, dass ich heute sehr wenig Sauerstoff hier im Studio habe, beziehungsweise auch zu wenig Luft. Ich müsste mal gleich mal hier lüften. Ja, bevor ich aber gleich an Unterluftung, wie ich es jetzt mal einfach nenne, sterbe, das dumm klingt, geht es erstmal zu unseren Nachbarn. Die haben ja am Sonntag gewählt. Ich muss echt das Fenster mal aufmachen. Am Sonntag gab es die Nationalratswahlen und Parlamentswahlen in Österreich und da sah es schon nach einem Regierungswechsel aus. Und das hat sich auch mit den Wahlkarten, mit den Briefwahlen also auch bestätigt und somit auch, dass die Grünen nicht mehr im neuen Bundestag bzw. im neuen Parlament von Österreich vertreten sind. Nach 31 Jahren Dazugehörigkeit fliegen sie aus dem Parlament. Was der FDP vor 4 Jahren passiert ist, passiert in Deutschland, passiert nun den Grünen in Österreich. So haben 10.160 Stimmen, genauer gesagt, diese Zahl hat gefehlt für den Verbleib im Parlament. Und das hat auch Innenminister Wolfgang Sobotka von der ÖVP am Donnerstagabend bekannt gegeben. Es hat ein bisschen lange gedauert. Erst so um 11:30 stand das offizielle Ergebnis fest, was auch dazu uns gebracht hat, eine News nach Mitternacht zu schreiben. Trotzdem, die Grünen haben es nicht geschafft. Da gilt eine 4%-Hürde. So kamen die Grünen auf 3,8%, ein Verlust von 8,62% für die Grünen für die Grünen bei der Nationalratswahl in Österreich. Da schauen wir jetzt auch gleich nochmal einen Blick auf die Zahlen. Währenddessen sage ich auch gleich nochmal, wie es denn nämlich jetzt weiterhin aussieht, obwohl die Zahlen liegen mir jetzt auch vor, deswegen können wir jetzt auch draufschalten. Wenn das schnell klappt, so schaut es nämlich aus. Das ist das Endergebnis inklusive Wahlkarten. So kommt die ÖVP als stärkste Kraft mit 31,5% auf den ersten Platz. Sebastian Kurz könnte somit auch der jüngste Regierungschef aller Zeiten werden in Österreich. Die SPÖ kommt auf 26,9%, die FPÖ auf genau 26%. Die Grünen, wie schon erwähnt, 3,8% mit einem deutlichen Minus von 8,62%. Die Neos, die Liberalen, kommen auf 5,3%, haben sich leicht gesteigert. Und die Liste Pilz kommt auf 4,4%. Hier sind auch noch andere Ergebnisse zu sehen, wie zum Beispiel die Liste Gilt mit 1%, KPÖ auf 0,8%, die FLÖ auf 0,2%, sowie auch die Weißen und die sonstigen anderen Parteien, die hier nicht erwähnt wurden, die auch sogar deutlich unten drunter sind, 0,1%. Die Wahlbeteiligung lässt sich sehen. Sie ist durch die Briefwahlstimmen auch deutlich gestiegen auf genau 80%. Also könnten wir uns ein bisschen eine kleine Scheibe davon abschneiden. Und wir sehen unten bei den Mandaten auch eine genauere Sitzbeteiligung, also Sitze, die Sitzverteilung im neuen Parlament in Wien. So kommt die SPÖ auf 52 Sitze, die ÖVP auf 62 Sitze, die FPÖ auf 51, die Neos auf 10, die Liste Pilz auf 8 Sitze und somit könnte unter anderem eine Fortsetzung der Großen Koalition nur andersrum fortgeführt werden oder was jetzt auch wahrscheinlicher sein wird, und damit rechnen auch viele, eine neue Auflage der schwarz- oder hier sieht man es ja, türkis-blauen Regierung, also sprich ÖVP und FPÖ. Aber auch wahrscheinlich, das kann ich auch noch mal kurz zeigen, ist sogar eine Regierungsbeteiligung zwischen SPÖ und FPÖ, was aber hier auch eher auch unwahrscheinlich ist, denn Sebastian Kurz hat ja den Wahlauftrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekommen. Bedeutet, er wird dann entsprechend damit auch die Regierung bilden.
Es wurden bis zum Donnerstag, deswegen hat es so lange gedauert, weil das Ergebnis, was am Sonntag, was wir hier auch in unserer Wahlsendung hatten, zu finden, im Übrigen auch auf unserem YouTube-Kanal, wurden insgesamt 37.339 Stimmen gezählt. Davon waren 37.109 gültig. Und die haben dann halt in fremden Wahllokalen, also in Österreich ist es zum Beispiel so, du kannst dein Briefwahl mitnehmen und in ein anderes Wahllokal gehen und nicht in das, wo du eigentlich hingehen sollst, wenn du gerade zufällig im Urlaub bist oder sowas, kann man das so sagen. Und halt, du nimmst die Wahlkarte mit, das ist halt die Voraussetzung. Und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Trotzdem, es wird, wie es ja viele internationalen Medien auch berichtet haben, einen Rechtsruck geben in Österreich. Denn wenn die FPÖ auch noch mit an der Macht kommt, ist das nichts Neues für die Österreicher. Das gab es ja schon mal von 1999 bis 2002 sogar. Ja, 2003 ebenfalls. Blicken wir aber politisch jetzt nach Deutschland zurück. Somit sind wir auch mit dem Thema Nationalratswahlen in Österreich abgeschlossen. Was man noch dazu sagen kann, ist, dass dieses Ergebnis noch nicht amtlich ist, denn die Bundeswahlbehörde wird sich erst am 31. Oktober, also übernächsten Dienstag, sich dazu äußern. Also wird das noch ein bisschen dauern. Kommen wir aber jetzt endgültig Richtung Deutschland und wir schauen nach Sachsen. Bei der Bundestagswahl, damit sind wir auch wieder bei den Wahlen, das hat aber so generell nichts damit zu tun, hat die CDU dort in Sachsen eine ordentliche Klatsche von der rechtspopulistischen AfD bekommen. Die AfD wurde bei der Bundestagswahl stärkste Kraft, man hat dort auch Direktmandate gewonnen und da hat die CDU anscheinend daraus gelernt. Vorwiegend Stanislav Tillich, der Ministerpräsident, denn er hat seinen Rücktritt angekündigt und wird somit nicht mehr als Regierungschef in Sachsen oder generell für die sächsische CDU zur Verfügung stellen. Er will sie, so sagte er es, im Dezember in jüngere Hände geben und geradewegs auch an einen, der bei der Bundestagswahl sein Direktmandat in Sachsen verloren hat, nämlich Michael Kretschmer soll es werden. Der 42-Jährige hat ja, der aus Görlitz kommt, sein Direktmandat verloren. Er ist Generalsekretär der sächsischen CDU und soll nun neuer Landesvorsitzender, aber auch neuer Regierungschef in Sachsen werden. Sachsen stehe vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen, sagte Tillich bei seiner Ankündigung, dass er gehen wird. Für eine gute Zukunft Sachsens sind auch neue Antworten wichtig. Dafür brauche es neue und frische Kraft. Ja, und weiterhin sagte er auch, dass es die besten politischen Jahre seines Lebens war. Direkt nach der Bundestagswahl hatte Tillich ja auch angekündigt, dass man eine schärfere Asyl- und Einwanderungspolitik fordere. Bundeskanzlerin Merkel sieht das ja eigentlich ein bisschen anders. Der Ton kommt ja auch so, dieser verschärfte Ton kommt ja nicht nur jetzt aus Sachsen, sondern schon seit längerem aus Bayern, Thema Obergrenze. Und die sächsischen Landräte hatten auch darüber hinaus weitere Konsequenzen gefordert. Und so ist zum Beispiel im September nämlich, also sprich auch ein paar Tage nach der Bundestagswahl, die Kultusministerin Brunhild Kuth von der CDU zurückgetreten. Sie hat aber angegeben, es seien private Gründe gewesen. Hier könnte man auch meinen, dass das etwas damit zu tun hatte. Es ist Sache mit Herz und Verstand, der jung und doch erfahren ist. Das sagte Tillich gegenüber seinem Nachfolger Stefan Kretschmer. Und würdigte auch den Einsatz des sächsischen Regierungschefs in der Bundes-CDU. Peter Tauber, der Generalsekretär der CDU, sagte, dass sich Tillich in verschiedenen Funktionen um den Freistaat verdient gemacht und war immer ein starker Vertreter der Interessen seiner Heimat in der Bundespartei. Bundesinnenminister Thomas de Maizière, ebenfalls von der CDU, der seinen Wahlkreis im sächsischen Meißen geholt hatte, zollte Tillich Respekt. Aus seiner Sicht wäre der Schritt nicht nötig gewesen. Er sagte, es hätte auch einen Weg gegeben, mit einer großen Kabinettsumbildung unter seiner Führung einen neuen Anfang zu machen. Er hat anders entschieden. Diese Entscheidung verdient allergrößten Respekt. Ja, also viele sagen, es hätte auch gereicht, wenn es zu einer Kabinettsumbildung gekommen wäre, Tillich aber Ministerpräsident geblieben wäre. Trotzdem, andere würden wahrscheinlich sagen, ja komm, direkt Neuwahlen und so weiter. Und man weiß, in 2 Jahren wird in Sachsen gewählt. Also das könnte einen entscheidenden Grund auch dafür haben, dass sich Tillich dann vorzeitig zurückzieht, damit man auch sagen kann, okay, die Jüngeren sollen es eher machen. Auch die Grünen im Landtag zollen Respekt und Volker Zotschke nannte diesen Schritt, der Fraktionsvorsitzende im Übrigen der sächsischen Grünen im Landtag, nannte diesen Schritt die einzig richtige und logische Reaktion auf die verfehlte Politik der vergangenen Jahre.
Ja, das ist so quasi nach dem Motto, ist auch richtig so gewesen mit dem Rücktritt. Kretschmer als Nachfolger beurteilte Zotschke auch sehr skeptisch. Kretschmer steht für den Rechtskurs der CDU, mit dem er selbst und seiner Partei bei der Bundestagswahl gescheitert ist. Im Gegensatz, wenn wir mal kurz wieder auf Österreich blicken, der ist da ja ganz anders aus. Ja. Die FDP sagte dazu Folgendes: Holger Zastrow, der Vorsitzende, die FDP ist ja nicht im Landtag von Sachsen vertreten, sprach von einer tiefen Zäsur, die Sachsen zum neuen Denken zwinge, und bis zur Wahl von Michael Kretschmer werde er seine Aufgaben, wird Stanislaw natürlich weiterhin seine Aufgaben als Ministerpräsident mit vollem Engagement, sagte er, wahrnehmen. Auch bei den Koalitionsverhandlungen für den Bund, die ja in dieser Woche gestartet sind, heute treffen ja alle aufeinander, alle. Also CDU, CSU, FDP und Grüne, werde er sächsische Interessen vertreten. Und da werden wir auch gespannt sein, ob das dann auch noch der letzte, sagen wir mal, quasi Wille ist von Stanislaw Tillich, dies zu machen. Und ich wollte gerade Winfried Kretschmer sagen, das wäre auch ein bisschen böse gewesen. Ja. Gleich blicken wir aber nach Katalonien. Dort wird es wohl wahrscheinlich auch zu einer Zäsur kommen. Ich sage es jetzt einfach mal so knallhart. Denn Madrid droht Barcelona mit der Zwangsverwaltung. Artikel 155 der spanischen Verfassung soll eingesetzt werden. Denn Charles Puigdemont hat sich nicht, wie geplant, wie von Madrid verlangt, am Donnerstag um 10 Uhr sich zur Unabhängigkeitserklärung zu äußern. Nun, andernfalls drohe eine sofortige Unabhängigkeit und kein Dialog, was ja Katalonien fordert. Da wird man aber weiter hinsehen, was passiert. Dazu gleich mehr. Jetzt gibt es erstmal weitere Meldungen aus dieser Woche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich gucke gerade drauf. Wirtschaft gibt es. Oh, es gibt alles, was da drin ist. So sieht es nämlich aus. Wir starten direkt durch mit dem Brexit. Denn Theresa May, die britische Premierministerin, hatte kurz vor dem Beginn des Gipfels in Brüssel, der jetzt heute offiziell beginnt, sich zu dem Thema EU-Bürger geäußert, und sie sagte, schrieb auf Facebook, dass die EU-Bürger, die jetzt schon rechtmäßig in Großbritannien leben, auch nach dem Austritt im Jahr 2019, da ist ja geplant, der Brexit, bleiben können. Und nach Angaben von May sei beim Gipfel in Brüssel eine Einigung in Sachen in Reichweite nämlich entdeckt worden. Dabei gehe es auch um eine Garantie für die Rentenansprüche. Sie wolle die EU-Bürger in ihrem Land keinesfalls als Faustpfand in die Brexit-Gespräche benutzen. Ja, dann blicken wir aufs nächste Thema, wenn ich da mal die Grafik bekomme. Das dauert jetzt ein bisschen. Danke, da haben wir es. So, wir reden nicht über Jamaika, sondern über die startende Jamaika-Koalition. Die haben nämlich in dieser Woche begonnen. Am Mittwoch gab es erst Gespräche zwischen Union und FDP, dann später zwischen Union und Grünen. Gestern gab es Gespräche zwischen FDP und Grünen, wo man sich ja auch die Richtung gegeben hat. Und heute soll es zum Teil jetzt oder generell schon in die richtigen Sondierungsgespräche gehen. Und wegen der zum Teil großen inhaltlichen Differenzen, vorwiegend auch bei, ja, sagen wir mal, Umwelt und auch bei der Flüchtlingskrise oder bei der Flüchtlingsthematik, gilt die Bildung einer Jamaika-Koalition auch als schwierig. Bei der Bundestagswahl hat ja die SPD auch direkt gesagt, dass man nicht in eine also wieder in eine große Koalition gehen will. Und dann gab es noch eine Meldung von der Polizei mit einem Großaufgebot, hat nämlich die Polizei in NRW 16 Städte, nämlich 16 Städten zugeschlagen, und zwar in Wohnungen und Geschäfte im Rockermilieu. Hintergrund ist ein Verbot einer im Großraum Erkrath aktiven Gruppe der Hells Angels und deren Teilorganisation Clan 81 Germany. Das teilte die Polizei mit in Essen. Über 700 Polizisten waren dabei im Einsatz. Das Innenministerium in Düsseldorf hatte am Mittwochmorgen dieses Verbot bekannt gegeben. Die Mitglieder des Vereins seien nachweislich Kriminelle. Ja, Kriminelle, Kriminelle. So böse kann man sein. Ja, soviel dann zu den News der Woche. Mehr News wie immer auf derchotv.de. Am Donnerstag sollte nach Verlangen der spanischen Zentralregierung der katalanische Regierungschef Charles Puigdemont sagen wir mal, seine konkreten Pläne zur Unabhängigkeit Kataloniens sagen. Hat er nicht getan. Das ist böse. Nun wird
ein Beben wahrscheinlich passieren. Das soll am kommenden Wochenende bzw. in den kommenden Tagen auch entschieden werden. So will nämlich Mariano Rajoy, der spanische Ministerpräsident, nun im Falle dessen, was jetzt nur noch passieren wird, Katalonien nun die verfassungsmäßige Ordnung als festen Bestandteil bzw. Den Artikel 155 der spanischen Verfassung anwenden. Jetzt fragt man sich, Artikel 155, ich bin mit dem spanischen, mit der spanischen Verfassung nicht geradewegs so gut dran, dann kann ich es sagen, nämlich diese erlaubt nämlich die Regierung, die, so heißt es, notwendigen Mittel zu ergreifen, um eine autonome Region zur Erfüllung ihrer rechtlichen Pflichten zu zwingen. Bedeutet ungefähr so viel wie, dass, wenn Katalonien jetzt nicht endlich mal klar macht, wollen sie unabhängig werden oder nicht, dass Spanien dazu, also dass die Zentralregierung in Madrid dazu zwingt, halt alles unter ihrer Kontrolle zu bringen. Würde auch bedeuten, die katalanischen Politiker könnten ihrer Macht enthoben werden, so ungefähr, also ohne Amtsenthebungsverfahren. Und seit Inkrafttreten der spanischen Verfassung vor fast 40 Jahren kam dieser Artikel noch nicht einmal zustande. Überhaupt nicht. Nada. Und sollte Katalonien unter Kuratel gestellt werden, so wie es heißt, könnte die Zentralregierung dort auch dann die Kontrolle über die Polizei übernehmen und auch über das Parlament, könnte somit auch Neuwahlen ausrufen in Katalonien. Regierungssprecher Indigo Méndez de Vigo sagte, die Regierung wird alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um so schnell wie möglich Gesetze und Verfassungsordnung wiederherzustellen. Würde auch bedeuten, dass man diese diese Separatisten, wie sie ja mal gerne in den Medien genannt werden, oder einfach nur, sagen wir mal, katalanischen Unabhängigkeitsdenker nun dazu zwingen würde, zu sagen, entweder oder. Denn Charles Puigdemont hat ja auch immer wieder gesagt, dass man ja entweder im Dialog gehen will, denn letzte Woche gab es ja diese tolle Rede und dann noch diese Fake-Darstellung davon, Puigdemont hat die Unabhängigkeit quasi unterschrieben, dann in seiner Rede sie für verschoben erklärt, was auch bedeuten würde, dass man ja gerne reden möchte, um vielleicht dann doch dieses Unabhängigkeitsreferendum, was Anfang dieses Monats stattfand, dann doch eher aufzuweichen, um dann entweder zu sagen, okay, wir wollen mehr Rechte haben, würde aber dann auch bedeuten, dass andere Regionen sagen würden, ja, wir wollen das ja auch haben. Sprich, jeder möchte gerne vom Stück Kuchen etwas abhaben. Thema Brexit würde ich da nur gerne mal sagen. So entstehen auch nur Probleme. Ja, der katalanische Regierungssprecher Jordi Trull hatte schon am Mittwochabend mitgeteilt, dass die Regierung in Barcelona zwar ihrem Angebot zum Dialog festhält, dennoch nicht auf die Forderung nach einem Bekenntnis zum gemeinsamen Staat eingehen wird. Bedeutet wirklich, dass Katalonien weiterhin ja klar sagen wird, wir wollen eigenständig bleiben. Würde aber auch bedeuten, dass wenn Katalonien sich als unabhängig erklären würde, wäre es direkt automatisch aus der EU raus, ist ja kein Bestandteil von Spanien mehr und hätte dann auch wirtschaftliche Probleme. Viele Banken und Unternehmen haben ja ihren Sitz in Katalonien ja jetzt nach Spanien bzw. bei anderen Städten Spaniens verlegt. Sieht also auch für die katalanische Wirtschaft nicht gut aus. Und es heißt auch, wenn die Zentralregierung den Verfassungsartikel 155 anwendet, soll Puigdemont sofort die Unabhängigkeitserklärung der Region in Kraft setzen, forderte am Mittwochabend der Vorstand der katalanischen Regierungspartei PDECAT, also Padre Democratica Europeo Catalan. Und in Barcelona gab es dann am selben Abend auch noch an diesem Mittwoch Demonstrationen, beziehungsweise Proteste, und zwar sind am Mittwochabend nach Angaben der Stadtpolizei in Barcelona 2000 Menschen auf die Straßen gegangen und haben gegen eine Unabhängigkeit von Katalonien demonstriert. Es gibt ja auch noch die gesagt haben, nee, Katalonien eigenständig, das wäre zu riskant, das würde gar nicht funktionieren. Und deswegen sind sie auf die Straße gegangen, um dies zu tun. Und außerdem hatten ja auch in dieser Woche rund 200.000 Demonstranten, nämlich die Freilassung von zwei Aktivisten gefordert, denn so Jordi Sanchez und Jordi Cuixart sind nämlich zwei Aktivisten der Unabhängigkeitsbewegung. Sie wurden von der Polizei festgenommen. Ja, das ist auch schon recht brutal, was dort abgeht in Katalonien, und das wird uns auch noch weiterhin hier befassen bei Dercho TV. Achtet mal drauf auf unserer Webseite oder in unseren Videos. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Update-Politik-Ausgabe. Wir sind am Ende mit der heutigen Folge. Morgen gibt es Update-Medien und Update-Medien gibt es morgen, und da geht es um einiges im Bereich Fernsehen nämlich, aber auch
unter anderem vielleicht wieder einmal um Pokémon, aber da werden wir uns noch ein bisschen oder werde ich mich noch ein bisschen dran setzen. Top-Thema wird wahrscheinlich eh das Aus von Center TV Düsseldorf sein. Es wurde in dieser Woche bekannt, es steht ja auch schon fest, wann genau. Genau zum Ende des Jahres, werden wir morgen auch darüber berichten, euch da nochmal ein bisschen was dazu geben. Außerdem die WLAN-Verschlüsselung an allen Routern sein gefährdet. Also wenn ihr nicht geradewegs euren PC oder euren Laptop am LAN-Kabel habt, überprüft das nochmal. Und sonst gibt es halt auch noch was zu ARD und ZDF. Darüber freue ich mich und ich hoffe ihr auch. Wir sind nämlich auch dann bereit für morgen. Hier auf YouTube oder auch auf Vidme seid gespannt, wo ihr das... vergesst es. Ich freue mich drauf, wenn ihr mit dabei seid. Mensch, Meierne, ich muss echt das Fenster aufmachen. Ein bisschen Luft schadet dem Menschen nie, auch wenn sie verpestet ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von uns mit Update Politik. Bis morgen. Tschüss.